Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Daily Vlog. Schön, dass ihr eigentlich heute unterwegs am Arbeiten. Und es ist Samstag, meine lieben Damen und Herren. Es war ein bisschen komisch, weil wir die letzten paar Tage so ein bisschen Daily Vlog Nachschub brauchen, irgendwie. Und ein bisschen blöd gelaufen. So viel zu tun und dann. Ja, gestern zum Beispiel, da wollte die Mami von Xialin ein bisschen Hilfe bekommen. Sie hat sich nämlich ein neues Auto gekauft, beziehungsweise wollte erstmal ein neues Auto kaufen. Und Autokauf ist echt schwer, ne? Qual der Wahl. Und dann soll natürlich auch das Auto passen. Leider kein neues Auto gekauft, sondern ein gebrauchtes. Und bei gebrauchten Autos hat man ja immer das Problem, taugt das Auto was? Oder hat man dann später viele Probleme und auch Kosten? Ja, kenne ich ja aus eigener Erfahrung. Genau, und da wollte sie mich dabei haben. Wir sind mit dem schönen Schlachtschiff hier in die Nähe von Stuttgart gefahren und haben uns dort ein Toyota Prius angeschaut. Sie liebt Prius, also sie mag den Prius. Und wir haben vorher auch schon mal einen angesehen in München, der war aber nicht so doll, der war irgendwie Mist gewesen, der sah ziemlich übel aus. Vielleicht war technisch in Ordnung, kann sein, wissen wir nicht, aber optisch war das wirklich eine Katastrophe. Und ja, gestern waren wir dann in der Nähe von Stuttgart gewesen und haben dort den Prius angeschaut, ein sehr, sehr, sehr cooles Autohaus, muss man mal einmal dazu sagen. Auf jeden Fall war das Auto wirklich super. Also ich glaube, da macht sie jetzt auf jeden Fall nichts falsch mit dem Wagen. Und den hat sie sich jetzt auch gekauft. Und den gibt es dann in ein, zwei Wochen. Der kriegt nochmal so ein bisschen Lackierung. Ein paar Kratzer hat er gehabt, das macht er aber weg. Und genau, und Inspektion kriegt er noch. TÜV kriegt er neu. Achtfach bereift. 88.000 Kilometer ist er gelaufen. Also wirklich ein sehr schönes Auto. Ordentlich war gepflegt. Und sah auch gut aus, ließ sich auch gut fahren. Und genau, ich hoffe, dass sie damit dann ein bisschen Frieden hat und nicht dann wieder den nächsten Ärger hat. Genau, deswegen gestern kein Vlog, weil eigentlich wollte ich gestern sogar dann noch nach Frankfurt fahren. Aber wäre das zeitlich ziemlich heftig gewesen, noch nach Frankfurt zu fahren, wieder zurückzufahren. Das wäre ein bisschen übel gewesen, weil nach Stuttgart, das sind ja auch schon über 200 Kilometer gewesen, hin und wieder 200 zurück. Und dann standen wir auch noch im Stau und ja, genau, war alles so ein bisschen tricky. Und als ich dann zu Hause war, war es dann 17 Uhr und dann noch nach Frankfurt vier Stunden oder drei Stunden fahren und dann wieder drei Stunden zurück. Das wäre dann sehr spät geworden, weshalb ich dann gesagt habe, na, das mache ich jetzt nicht. Da, Ralf, habe ich jetzt keine Lust mehr. Genau, und deswegen, ja, konnte der gestrige Tag, konnte ich überhaupt kein Video raushauen. Ich wollte sogar tatsächlich, weil ich gedacht habe, das wäre doch eigentlich super für einen Daily Vlog, wenn man so ein bisschen so ganz kurze Aufnahme. Naja, machen wir es heute und dann machen wir heute zwei Videos einfach, damit wir den Rückstand wieder aufbauen können. Genau. Ja, was steht heute noch so an? Heute werden wir ein bisschen mit dem Escalade Aufnahmen machen. Also sprich, wir werden mit dem schöne Aufnahmen machen. Also sprich, ich will mal ein Detailvideo machen, so wie bei der Corvette. Dann möchte ich mal genauer auf das Technische von diesem Auto eingehen. Das haben wir bei der Corvette gar nicht gemacht. Erstens, weil wir die Corvette nicht so lange hatten. Und zweitens geht es bei der Corvette ja um den Fahrspaß. Und ich glaube, das haben wir in den 5 Videos, glaube ich, sind es gewesen, gut gezeigt, dass man sehr viel Fahrspaß mit diesem Auto haben kann. Und genau, mit dem hier geht es aber wirklich nicht, zwar auch um den Fahrspaß, ja, ich glaube, das braucht man nicht sagen, dass das Auto Spaß macht, aber es ist ein anderer Fahrspaß. Und was hier halt aber ganz wichtig ist bei dem Auto, ist einfach, dass wir hier ein Auto haben, das technisch so krass ist, dass in diesem Wagen eigentlich so gut wie alles drin ist, was man sich so vorstellen kann. Meine Güte. Bin einfach raus hier. Genau. Und
Ja, genau. Und das sind wirklich sau viele coole Sachen, die man so, glaube ich, noch nicht gesehen hat in einem Auto. Zum Beispiel der elektrische Rückspiegel. So viele Kleinigkeiten, die hier in diesem Auto doch recht einzigartig sind. Die will ich euch mal zeigen und natürlich auch das Drumherum. Auch mal erzählen, wie der Verbrauch so von dem Auto ist, wie sich das Auto fährt. Auch mal den Motor genauer anschauen, weil den habe ich mir jetzt auch schon mal ganz kurz mal ein bisschen angeguckt und der ist sehr faszinierend aufgebaut. Auch das Fahrwerk ist überraschend, muss ich ehrlich sagen. Sehr überraschend. Lasst euch aber überraschen. Ja, genau. Lasst euch da überraschen. Ich werde da jetzt auch nicht zu weit vorgreifen. Also das ist so, was ich heute eigentlich so geplant habe, so ein bisschen mit Aufnahme, also was ich heute so an dem Tag machen möchte. Wir möchten die Detailaufnahmen machen, wie bei der Corvette. Natürlich lernt man mit jeder Aufnahme dazu. Dann will ich natürlich auch schauen, dass wir den hier nochmal ein bisschen schicker aufnehmen, ein bisschen anders da aufnehmen. Aber schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Das Blöde ist aber das Wetter. Das Wetter ist heute ein Problem. Gut, das ist die letzten paar Tage ein Problem. Aber das, es ist dunkel, es ist grau, es ist nicht so schön sonnig wie mit der Corvette. Kann man jetzt sagen, passt. Ja, passt eigentlich gut mit dem Escalade. Aber natürlich ist so ein Auto in der Sonne natürlich was ganz anderes. Und das Auto ist dreckig. Ist auch nicht so optimal für Detailaufnahmen. Demnach müsste es eigentlich nochmal zumindest ein bisschen waschen. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Müssen wir mal gucken, ob wir in eine Waschstraße mit der Kiste kommen. Ja. Könnte sein, dass das nicht geht. Naja, gut, okay. Ja, sind wir gleich beim ersten Kunden. So, da habe ich schon ein bisschen gequatscht. Wie lange haben wir? Fast 10 Minuten. Krass. Damit ihr einfach mal ein bisschen up to date seid. Und genau. Steht noch irgendwas an? Demnächst? Demnächst haben wir hier Fahrzeugwechsel. Camaro kommt auch bald. Dienstag, glaube ich. Genau, deswegen müssen wir das Auto jetzt durchziehen, weil wir haben jetzt so an sich noch nicht so viele Videos in dem Auto gedreht oder mit dem Auto gedreht. Und jetzt kommt demnächst der Camaro. Und wenn der Camaro da ist, haben wir natürlich auch nicht so viel Zeit. Den haben wir nur ein paar Tage. Ich glaube, drei oder vier Tage haben wir den. Und dann wollen wir noch die CTS-V machen und dann ist dieses Projekt leider auch schon fast vorbei. Ich bin unglaublich wehmütig und traurig, einfach mal nächste, dass es fast vorbei ist. Da bin ich tatsächlich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Das waren so schöne Autos jetzt. Das war ein geiler Monat. Aber da ging so wie Flug. Gut, wir haben noch 2 Wochen, aber trotzdem, das geht jetzt so ratzfatz. Krass. Und am geilsten fand ich echt bis jetzt den Escalade. Also das ist auch jeder, der mitgefahren ist, jeder, der ihn gefahren ist, also nur die Zierlin, jeder hat gesagt, versucht dieses Auto zu behalten. Also wirklich, so ein krasses Auto, wirklich so ein krass geiles Auto. Und es ist einfach krass, wie geil man mit diesem Auto fahren kann. Ja, nicht schnell. Das geht. Also man kann schon sportlich fahren. Das geht schon. Ich habe es schon ausprobiert. Das geht. Aber nicht so wie mit der Corvette. Das ist ein anderes sportlich fahren. Er ist schwer, er ist groß, er ist gemütlich. Aber es geht. Man kann schon ein bisschen sportlich fahren. Aber dieses Fahren und das Reisen mit diesem Auto, ja, von A nach B, oder wenn man auch mal weiterfährt nach Stuttgart, wo wir nach Stuttgart gefahren sind, da fährt man ja auch fast 2 Stunden. Ein Traum. Das ist so angenehm, mit diesem Auto zu fahren. Ja, es ist alles, man hört von draußen nichts, es ist abgeschottet. Wenn man 150, 180 fährt, man denkt, man fährt, aber man steht. Also ja gut, das wäre jetzt übertrieben, aber es ist wirklich total angenehm. Aber dazu dann demnächst in anderen Videos mehr. Genau, ich mache jetzt hier Schluss mit dem Video und starte dann das nächste weil ich heute 2 eigentlich raushauen möchte, am liebsten, damit wir den Rückstand wieder aufbauen. Genau, ist vielleicht ein bisschen gemein, aber das Video ist schon 11 Minuten lang. So,
Also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video später. Und, ja, bis gleich. Oder bis dann. Ciao, ciao.